eine ganz wichtige Begebenheit in der Geschichte der großen Orgel darf nicht unerwähnt bleiben. Ende des Jahres 1699 verliert der damals 14-jährige Johann Sebastian Bach sein Stipendium am Lyzeum im thüringischen Ohrdruf. Und er wandert daraufhin mit seinem Freund Erdmann nach Lüneburg, um hier mit einem Stipendium an der damaligen Partikularschule St. Michaelis seine schulische Ausbildung zu vollenden. Dieses Stipendium bekommt er als Waisenkind dafür, dass er als Sopransänger im Chor dort mitwirkt. Diese Chöre bestanden aus Schülern und mussten die Gottesdienste sonntagsmorgens ausgestalten. Und nicht jeder Schüler, der reiche Eltern hatte, war musikalisch begabt, und so gab es immer Stipendiumsplätze für musikalisch begabte Schüler, die auf der anderen Seite kein Geld hatten. Als Sopransänger, wohlgemerkt, mit nahezu 15 Jahren. Dummerweise aber, und so erzählt es der Nekrolog, ging Bach alsbald seiner Sopranstimme verlustig. Wir würden heute sagen, er kam in den Stimmbruch. Und dann war es aus mit dem Sopransingen in dem Schulchor. Und lange haben die Musikwissenschaftler gerätselt, was Johann Sebastian Bach die nächsten etwa 2 Jahre in Lüneburg getan habe. Im Jahr 2005 fand der Leipziger Musikwissenschaftler Michael Maul in der Weimaraner Amalienbibliothek dann endlich Musikalien, Handschriften von Johann Sebastian Bach, die klar darauf verweisen, dass Bach in seiner Lüneburger Zeit Schüler von Georg Böhm wurde. Schüler sein hieß damals nicht etwa einmal in der Woche für eine Stunde zum Unterricht zu gehen, sondern man lebte und wohnte beim Meister und nahm an dessen gesamter musikalischer Tätigkeit teil. Das war so eine Art Lehre, wie wir das heute vielleicht bezeichnen würden. Und im Rahmen dieser Lehre war es auch möglich, Musikalien des Lehrers aus seiner Bibliothek abzuschreiben. Dafür musste man allerdings etwas leisten, zum Beispiel helfen beim Orgelstimmen oder die Bälge treten, wenn der Meister übte. Bach schrieb eine sehr umfangreiche Choralfantasie des damaligen Hamburger Organisten Johann Adam Reinken ab. Ein mehrseitiges Werk, 20 Minuten Spieldauer, monumental für die damalige Zeit, mit hohen spieltechnischen Anforderungen. Ein Hinweis darauf, dass Bach schon als 15-Jähriger ein bemerkenswerter Organist war. Und er schrieb es auf Böhms Papier, auf Notenpapier, was nur Böhm in Lüneburg benutzte. Und er unterschrieb es handschriftlich mit geschrieben im Hause des Georg Böhm, Lüneburg im Jahre 1700. Wenn man weiß, dass man damals Musikalien nur abschreiben durfte, wenn man in einem Schülerverhältnis zum Eigentümer dieser Musikalien stand, dann erhält daraus sehr deutlich, dass Bach Schüler Georg Böhms war. Und das erklärt auch, warum die frühen Orgelwerke Bachs stilistisch sehr klare Beziehungen aufweisen zum Orgelwerk Georg Böhms. Und so ist es für mich auch heute noch ein besonderer Moment, wenn ich die alte Backsteintreppe zur Orgel hinaufsteige und dabei auf den Spuren Johann Sebastian Bachs wandle. Die Vergrößerung der Orgel 1712 bis 15 durch Matthias Droper sollte Bach allerdings nicht mehr erleben. Bach lernte hier noch die originale Orgel von Niehoff und Johansen kennen.